Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Meet and Talk. Wir sind im Juli 2021, es ist kurz vor der Sommerpause und wir beschäftigen uns mit einer wichtigen Frage. Nämlich der Frage, wenn ich das jetzt hier anders geredet hätte, wie wäre denn das? Oder wenn ich vielleicht sogar so gesprochen hätte, macht das einen Unterschied? Und wir sind jetzt mittendrin und haben einen besonderen Gast, nämlich den lieben Arno Fischbacher. Wenn man an Stimme denkt, kommt man am Arno nur wirklich nicht vorbei. Schauspieler, er ist Radiogründer und er hat auch eine richtige Radiostimme, das werdet ihr gleich hören. Er ist Buchautor, er steckt hinter dem großen Stimmennetzwerk Stimme.at und er ist einer der renommiertesten Experten, wenn es um die Frage geht, wie wir als Unternehmer, wie wir als Führungskräfte, dieses Organ, was wir dort haben, diese Stimme, wie wir die einsetzen. Wie können wir unsere Wirkung erhöhen? Und ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit für uns genommen hat. Begrüßt mit mir den lieben Arno Fischbacher. Schön, dass du da bist, Arno. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ungemein, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich bin insbesondere sehr gespannt auf die Fragen, die mich erwarten, sei es von dir, aber natürlich auch, hoppla, mein Mikrofon ist mir im Weg, insbesondere auf eure Fragen da draußen. Scheut euch nicht, einfach ununterbrochen das, was euch auf der Zunge liegt, in die Tasten zu legen. Ich bin sehr gespannt darauf, da ganz interaktiv mit euch zur Sache zu arbeiten. Und da freuen wir uns, also nehmt die Einladung wahr, liebe Mitglieder, packt die Fragen in die Fragebox und wir starten jetzt mal rein mit der, glaube ich, spannendsten Frage für das Thema. Lange Zeit hatte ich in meinem Unternehmertum das Thema Stimme überhaupt gar nicht auf dem Schirm, bis ich dann irgendwann mal längeren Workshop moderieren musste und am Ende irgendwie immer so eine kratzige Stimme hatte. Also aus dem Problem heraus bin ich dann zu einem Stimmtraining gegangen. Wie kommt es denn, Arno, aus deiner Sicht, dass die Stimme gerne erstmal so richtig schön wegignoriert wird und man sie gerne erstmal dann bespricht, wenn man ein Problem damit hat, wo das doch so ein wichtiges Instrument ist? Ja, ich denke, das ist eine wirklich zentrale Frage. Wir haben im Rahmen von Stimme.at vor einiger Zeit eine Studie erstellen lassen, im Kreis von HR-Experten und Führungskräften und Unternehmern rund um die Bedeutung der Stimme im Business. Und da hatten 87% der Befragten pauschal entweder als sehr wichtig oder zumindest als wichtig den Faktor Stimme im Business, im Verkauf, in der Führungssituation bewertet. Auf die Frage jedoch, wie viel von diesen Menschen selbst sich schon einmal aktiv mit ihrer eigenen Stimme beschäftigt haben, da war die Prozentzahl einstellig. Und das illustriert aus meiner Sicht ganz deutlich die Situation, von der du hier sprichst. Und verschärfend kommt das hinzu, was du erzählt hast. Viele Menschen haben das Gefühl, naja, die Stimme, mein Gott, ich habe eine Stimme, ich bin mit der zur Welt gekommen. Also ich spreche, also bin ich. Das ist etwas höchst Selbstverständliches. Und die Stimme fällt nur ins Gewicht oder fällt als Faktor, als wesentlicher Faktor bei vielen Menschen das erste Mal überhaupt ins Bewusstsein, wenn sie versagt. Und jetzt haben wir so einen eigenartigen Mechanismus, die Dinge, die problembehaftet sind, die betrachtet man auch im Sinne einer Problemlösung. Hier ist irgendwas falsch, da bin ich nicht ganz gesund und jetzt muss ich ein Problem lösen. Da brauche ich halt einen Arzt oder irgendein Medikament oder eine Lutschpastille oder keine Ahnung, irgend sowas, um das zu beheben. Im Sinne von Reparatur. Ja, und das verhindert gleichzeitig, darüber nachzudenken, welche ungenützten Ressourcen Mann und Frau im Führungsalltag mit sich herumtragen, indem sie letztlich, lebst du als Selbstständiger, als Selbstständiger, wovon lebst du? Also von guten Ideen und von, sagen wir mal, auch vom Venture-Kapital ist in Ordnung, aber wodurch erzeugst du das? Durch Kommunikation. Und wann immer du kommunizierst, wann immer du daran gehst, Menschen persönlich zu überzeugen, wenn du eine gute Idee hast, wenn du etwas Wichtiges sagen willst, wenn du etwas zu sagen hast, wofür du stehst, ja, dann
ist deine Stimme das Instrument, das es transportiert. Denn die Worte, die du sprichst, sind Schwingungen von heißer Außeratemluft, die das Trommelfell deiner Gesprächspartner erreichen. Also die Stimme ist das allererste, das deine Zuhörer berührt, dort im Gehirn auch interessante Dinge aktiviert. Darüber werden wir heute sicher noch kurz sprechen. Und erst dann werden die Worte verstanden. Also die Stimme steht im Zentrum der Kommunikation und das ist uns so wenig bewusst. Ja. Also erstmal produzieren wir heiße, bewegte Ausatemluft und die Frage ist, wie produzieren wir die, damit wir damit eine Wirkung haben? Inwiefern schaffen wir es, unser Team zu begeistern, unser Team zu überzeugen oder vielleicht auch mal zu warnen oder mal die kritische Stimme zu erheben, sodass es gehört wird? Was sind denn aus deiner Sicht die typischen Momente, wo Unternehmer und Führungskräfte Wirkung verlieren in der Führung, weil sie ihre Stimme nicht richtig einsetzen? Es ist der zentrale Moment, mit dem ich als Redenscoach ununterbrochen beschäftigt bin. Also das ist auch mein Hauptgeschäftsfeld mittlerweile. Das ist Coaching für Selbstständige, für Führungskräfte, aber weniger für Gespräche. Das passiert, das kommt ab und zu vor, aber eher für jenen Moment, wo das Gespräch zu Ende ist und du dann aufgefordert bist, vor der Gruppe deine Meinung zu äußern, dein Projekt vorzustellen, vor der Gruppe zu präsentieren. Und in diesem Moment verwandelt sich der Mensch von einem selbstverständlichen, eloquenten Kommunikator in, ja, sehr oft in dieses Wesen, dem man nach 5 Minuten nicht mehr richtig zuhören kann und oft das Wesentliche, das uns angehen soll, das uns packen soll, das uns, ach, begeistern ist immer so ein großes Wort, aber das uns überzeugen soll. Ja, also die Dinge, die in unserem Gehirn etwas, in unserem Herzen, in unserem Geldbörsel, in unserer Tatkraft etwas auslösen sollen, ja, die verpuffen so oft bei, sagen wir, ich will ja nicht schwarz malen, aber sagen wir, bei den vielen, vielen durchschnittlichen Präsentationen, die wir erleben, und sagen wir jetzt nicht, das hat nur mit Präsentationstechnik zu tun. In Folien basteln, das kann man delegieren, das ist keine Frage, aber du stehst am Ende dort und sprichst. Und von dir wird erwartet, dass du das, was du hier vertrittst, repräsentierst. Und dass das etwas entzündet in uns und dass das, also dass wir zumindest lange zuhören können. Also wollen wir mal ganz unten beginnen. Das heißt, es fängt bei der Gesellschafterversammlung an oder bei Geschäftsleitungsmeeting oder beim Teammeeting, wo wir als Führungskräfte einer Situation, einem Meeting zuhören und am Ende sind wir jetzt gefragt zu entscheiden und die so zu begründen, dass alle, die auch vielleicht anderer Meinung waren, mitkommen. Und da sagst du, hier mit einer hohen Klarheit und einer hohen Überzeugungsfähigkeit hier aufzutauchen und eben die Leute zu gewinnen. Das ist Aufgabe auch der Stimme. Was können wir denn da richtig machen, damit das gelingt? Natürlich ist Menschen überzeugen, ob es jetzt Investoren sind, ob es Gesellschafter sind, ob es Mitarbeiter sind. Menschen zu überzeugen ist eine sehr komplexe, sehr vielschichtige Angelegenheit. Natürlich brauchst du ein erstklassiges Konzept. Du brauchst sehr viel psychologisches Know-how und Verständnis. Du solltest dich mit der Frage beschäftigt haben, was Menschen bewegt, wie intrinsische Motivation entsteht etc., wie die Macht der Sprache arbeitet. Doch der ganz banale Satz aus dem Volksmund, der Ton macht die Musik, hat eine viel größere Tragweite, als wir im Alltag wahrnehmen. Denn es begeistert mich, seit ich ausgestiegen bin aus meinen vorhergehenden Rollen als Theatergeschäftsführer, als Radiogründer und mich als Coach begonnen habe auszubilden und hier meinen Weg zu gehen. Es hat mich immer schon begeistert, die Hintergründe, also nachzuschauen, wie funktionieren die Dinge. Denn als Schauspieler lernst du natürlich alles Mögliche, du kannst es. Nur indem du jemandem etwas weitergeben willst, dann lohnt es, nochmal zu schauen, wie funktioniert das eigentlich alles, welche Zusammenhänge erklärt uns denn heute die Forschung. Und da lese ich bei den Neurolinguisten, die in der Lage sind, Prozesse im Gehirn relativ präzise mittlerweile zu analysieren, dass es ein Viertel bis eine Drittelsekunde, korrigiere mich, Frederik, also da bist du sehr firm, es dauert einen wesentlichen Anteil einer Sekunde, bis, wenn wir uns unterhalten, in deinem Zuhörerinnen-Zuhörergehirn
die Worte analysiert und verstanden werden. Also das ist ein Mustererkennungsprozess, so wie Siri funktioniert. Oder du sprichst ins Handy hinein, das geht zu irgendeinem Server, dort sind die Phoneme, also diese Bausteine hinterlegt und werden mit einer relativ hohen Fehlertoleranz auch im menschlichen Gehirn erkannt, zusammengefügt und dann ist ein Wort verstanden. Ja. Da kann man sagen, okay, das ist eine Zahl, das ist unnützes Wissen, okay, das hat man mal gehört und tut's wieder weg. Was mich immer neugierig gemacht hat, das ist, was bitte tut denn das Gehirn in dieser Zeit? Weil es war klar, also das Gehirn wartet nicht, bis Worte erkannt werden im Kortex, also in der jüngsten Einheit unseres menschlichen Gehirns. Und es ist klar, dass in den älteren Schichten des Gehirns, dort, wo alle Kaufimpulse entstehen, dort, wo die emotionale Betroffenheit entsteht, dort, wo du deine Mitarbeiter, deine Investoren, ja, dort, wo du in ihnen diesen kleinen Funken zündest, wo sie sagen, aha, ja, also das, was noch gar keine Worte hat, ja, das entscheidet sich, bevor überhaupt Worte verstanden werden bei uns als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ich jetzt sage, der Ton macht die Musik, dann hat es eine völlig andere Bewandtnis. Das heißt, die Absicht, sich überzeugen lassen zu wollen, die Stimmung positiv für ein Thema, die transportiert sich schon, bevor überhaupt das Wort kognitiv verstanden wurde. Habe ich es richtig verstanden? Ganz richtig. Völlig richtig. Und die banalen Beispiele dafür, die sind so, ach, so alltäglich. Also wenn ich zu dir sage, Frederik, naja, also dieses Gespräch heute ist das tollste Gespräch seit Jahren. Ja, dann hast du sehr wohl verstanden, dann hast du selbstverständlich präzise verstanden, was ich gemeint habe. Obwohl, würdest du die Worte in ihrer Reihenfolge notieren, wäre das ein Satz, der nicht unbedingt so negativ zu konnotieren wäre. Also das ist vielleicht jetzt verschärft und du wirst so natürlich nicht zu deinem Vorstand oder zu deinen Board-Members oder so, wirst du so nicht sprechen. Nur denk's mal anders. Das, was deine Stimme transportiert, das sind aus meiner Sicht, also es gibt viele Analysezugänge, wenn es um die Stimme geht. Da gibt's also Forschung zuhauf, die sich in der Regel allerdings auf den Senderaspekt kümmert. Also der immer schaut, wie klingt die Stimme und dieses akustische Phänomen analysiert. Ist die Stimme hoch oder tief? Ist sie voluminös? Wie viel Kraft hat sie inne? Wie schwingen die Obertöne? Schitter, Schimmer, da gibt es jede Menge so Fachtermini, die man hier heraus analysieren kann. Und damit beschäftigt sich die Stimmforschung in hohem Ausmaß. Ja. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann interessiert uns aber vermutlich die andere Seite. Nämlich, was, das hier gesprochen wird oder getönt, was wirkt denn hier wie? Und für mich, also ich habe in diesen 20 Jahren 4 unterschiedliche Kernaussagen deiner Stimme herausentwickelt, wann immer du sprichst, die in jedem Moment, weil Kommunikation ist ein unglaublich buntes, vielschichtiges Geschehen, in einer unterschiedlichen Zusammensetzung wirkungsvoll sind und wirkungsvoller sind oder weniger wirkungsvoll sind. Da wäre zum Beispiel jener Aspekt, der deinen Gesprächspartnern untrüglich vermittelt, ob du dich selbst führst. Also ob du von der Situation geführt wirst, ob du im Grunde so dem Reizreaktionsschema entsprichst und dadurch im Moment bestimmt von der Außenwelt bist. Also ein Stück weit Selbstkontrolle? Selbstkontrolle, ja, das wäre jetzt der kognitive Aspekt, aber die Selbstführung ist aus meiner Sicht deutlich mehr. Die Selbstführung würde bedeuten, dass du dich körperlich, physisch wahrzunehmen in der Lage bist und dadurch deine Befindlichkeit, das, was im Moment in dir umgeht, wahrnehmen kannst und dadurch modulieren kannst.
Das, worüber wir sprechen, wird in der normalen Alltagssprache gerne als Ausstrahlung oder als charismatische Wirkung beschrieben. Und lass uns doch vielleicht da mal einmal kurz einsteigen und so alle drei Punkte durchgehen und vielleicht ganz konkrete Tipps für unsere Zuhörer reinhauen. Und es sind auch schon ein paar spannende Fragen, die sich da, glaube ich, anknüpfen. Super. Einmal die Frage, diese Selbstführung. Ich stelle es mir jetzt gerade so vor, sich selber emotional und körperlich und kognitiv im Griff haben und mit einer gewissen Ruhe dort stehen. Und selbst wenn man vielleicht ein heikles Thema hat, dort nicht eben zitterig und hektisch zu werden, wie man normalerweise nicht ist, sondern mit einer Klarheit dazustehen. Das ist jetzt bei mir angekommen. Was sind denn erstmal, wie gut passt und was sind dann deine ganz konkreten Tipps für alle Zuhörer hier in der Leitung, um das besser hinzukriegen? Also das beginnt mit dem Bewusstsein oder mit dem Verständnis, dass in uns ein zentraler Sinn arbeitet, der in den klassischen fünf Sinnen noch lange nicht enthalten ist. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, das sind so die klassischen fünf. Das Gleichgewicht ist im Grunde ein eigener Sinneskanal, das wäre schon die Nummer sechs. Und die Nummer sieben, das ist das, was nach meinem Verständnis im Embryo sogar noch vor dem Gehör sich beginnt zu entwickeln, das ist die Propriozeption. Das ist ein sperriges Wort. Also das ist etwas höchst Alltägliches, das ist deine Körperwahrnehmung. Also das ist deine Fähigkeit, dich selbst körperlich wahrzunehmen, deine Bewegungen wahrzunehmen, Last wahrzunehmen, Dynamik, Bewegungsdynamik wahrzunehmen. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt, also ich stehe jetzt gerade vor der Kamera, wenn ich jetzt hier stehe, den Boden unter meinen Füßen erleben zu können. Und aus dem heraus entwickelt sich deine Steuerungsfähigkeit hinblick der Körpersprache. Also deine körperliche Ausstrahlung hängt eminent mit deiner Fähigkeit zusammen, dich körperlich zu erleben. Im Moment des Geschehens. Während wir im Alltag, schauen wir mal, was ist das, also um's zu falsifizieren, im Alltag sind wir kognitiv getrieben. Wir haben unglaublich viel zu denken, zu interpretieren. Wir haben Gesprächspartner vor uns. Wir überlegen sofort, was ist der nächste Schritt. Also wir sind voll in der Kognition. Und das setzt sehr oft Leistungshormone frei, was ja an sich nicht schlecht ist, die aber oft überschießen. Und wenn die nicht abgefedert werden durch deine körperliche Wahrnehmung, dann spannen sie jene Körperzonen, die dann für eine eher hektische, etwas eckige Körpersprache zuständig ist, für, so wie ich jetzt spreche, für ein etwas abgehacktes Sprechen, für einen etwas höheren Stimmton, für, ja, genau. Ja. Okay. Genau. Und schon sind wir weg von unserer gewünschten, charismatischen, vollen Stimme, von dieser inneren Sicherheit, die du ausstrahlst, von der Zuversicht, die du im besten Fall ausstrahlst, weil das ein wesentlicher Teil auch des Vereinnahmenden ist im Auftreten, in der Wirkung. Ja. Das heißt, von der Selbstwahrnehmung als Basis kann ich dann dahin kommen, dass ich auch ganz bewusst in die Ruhe komme, einfach mal spüren, was da ist und ein Stück weit präsent im Moment werden. Ne? Exakt, exakt. Also das ist im Grunde das, was ja in allen, ach, du weißt schon, von Yoga bis so und so überall gepredigt wird. Ja. Was in der Regel nicht dazu gesagt wird, ist, dass der Mechanismus höchst simpel ist. Also auch alle Atemtechniken bauen letztlich darauf, dass du nicht die Atmung, was ist das schon, sondern die Bewegungen wahrnimmst, die deine Atmung schaffen. Ja. Also im Grunde ist es die Körperwahrnehmung. Und je präziser du weißt, was du körperlich wahrnehmen kannst, dann nimmst du auch Unwohlsein wahr, dann nimmst du innere Spannungen wahr, dann merkst du, ups, dein Bauchgefühl sagt, das läuft in die falsche Richtung. Du nimmst also aus den Indikatoren in dir für deinen Business-Moment viel früher wahr die Warnzeichen, die dein Körper schon lange aussendet, während du noch im Kopf bist und interpretierst und im Grunde das Instrumentarium, das dir die Schöpfung oder wer immer gegeben hat, einfach noch nicht wahrnehmen kannst. Das ist eine unfassbare Ressource im Business. Super, das erinnert mich an einen amerikanischen Coach, der ganz bewusst Menschen, die gestresst durch den Alltag gehen, immer Tight Ass genannt hat, was auf das amerikanische Umgangssprachliche zurückgeht.
Und er sagt, jedes Mal, wenn ich den Begriff nenne und sage, denk mal buchstäblich drüber nach, stelle ich mir vor, wie dort 100 Menschen im Publikum sitzen und eben eine Entspannungsübung machen. Das ist eine wunderschöne Vorstellung. Vielleicht ein Praxistipp dazu, weißt du, weil lass uns das ganz praktisch tun. Wenn du, ja, wenn du zum Beispiel im Meeting was sagen willst oder du sitzt in einer Gesprächsrunde und jetzt bist du an der Reihe, du merkst, jetzt ist es wichtig, dass du etwas sagst. Okay, das heißt, du überlegst schon, während die anderen sprechen, du bereitest etwas vor, du legst dir eine gewisse Strategie zurecht, wie du die Sache hinkriegst. Okay, ja, so. Dadurch hast du in dem Moment deine Körperlichkeit und auch die Gestaltungsfähigkeit im Hinblick deiner paraverbalen, also deiner eigentlichen Äußerungen verloren. Darum empfehle ich, als Übungsroutine in den Alltag einzubauen, immer wieder mal den Moment vor dem Sprechen abzupassen, sich dort gewissermaßen einen mentalen Anker zu setzen und diesem Reizreaktionsprinzip zu widersprechen und den inneren Autopiloten, der uns wohlgefällig, also das ist ein tolles Instrumentarium, das uns in diese Reizreaktionsmechanismen steuert, diesen Autopiloten einfach mal auszuschalten. Und jetzt kommt das, worüber wir gesprochen haben, Bodenkontakt aufnehmen. Und jetzt beweg dich ein klein wenig. Also rutsch zum Beispiel am Stuhl. Also im Meeting rutscht nicht du, sondern du nimmst den Stuhl zur Hand, schiebst den Stuhl eine Spur zurück, sodass du am vorderen Drittel des Stuhls landest, aber deine Position nicht verändert hast. Dadurch in einem Live-Meeting würdest du nämlich nach vorne rutschen, hättest du links und rechts zumindest zwei Team-Member oder wer immer die sind, mental aus deinem Radar verloren und das ist hörbar. Hm. Okay. Also tu nicht das, sondern du bleibst, wo du bist, allerwertesten kurz heben, Stuhl zurück, wieder niederlassen. Jetzt hast du eine Aktion gesetzt, du hast dich selbst geführt mit dem geringsten Impuls, zu dem du in der Lage bist, nämlich einem Bewegungsimpuls. Das braucht ganz wenig Gedanken. Und dann richtest du dich auf. Der Fachbegriff dafür heißt Kutschersitz. Also du machst dich eine Spur größer. Ja. Dann sprichst du. Du klingst besser, du klingst tiefer, du klingst voluminöser, hast mehr Punch in deiner Stimme, repräsentierst deinen Standpunkt stimmlich viel deutlicher. Super. Also ein ganz konkreter Tipp, den wir alle mitnehmen können. Der Christoph stellt hier noch eine vertiefende Frage und dann gehen wir zum Punkt Nummer 2 nach der Selbstführung, ja, nämlich die Frage, wie sollte man sich innerlich vorbereiten, wenn man einen schwachen Tag hat, sich leer fühlt und gerade dann super gelaunt ein wichtiges Projekt verkaufen soll? Termin verschieben oder hast du konkrete Tipps? Jede Menge, keine Frage. Ich hab gerade in meinem Podcast gerade gestern eine Episode eingesprochen, die allerdings erst, lass mich nachdenken, Donnerstag oder nächsten Dienstag freigeschaltet wird. Stimme wirkt, heißt dieser Podcast. Sehr zu empfehlen. Eine Fünfer-Serie, in dem Frederik, du mit einem hervorragenden Interview, das unglaublich gerne gehört wird, vertreten bist. Da habe ich mich gerade mit Warming-up beschäftigt. Denn letztlich, wer immer du bist, der jetzt die Frage gestellt hat, wenn du Leistung erbringen willst in diesem Tag und du fühlst dich nicht gut, dann geht's dir so ähnlich wie ein Spitzensportler. Der hat ein Spiel, der hat ein Event und da fragt niemand, wie es dir geht. Ich kenn's aus dem Theater, die Frage stellt sich nicht. Der Vorhang geht pünktlich um 19 Uhr auf, der öffnet sich. Und da sitzen mehrere hundert Menschen, die haben gezahlt. Und deine Befindlichkeit, die ist in diesem Moment, die spielt keine Rolle. Das klingt im Moment ein bisschen übertrieben. Also ich habe Komödie gespielt an dem Abend, an dem während des Tages das Begräbnis meines Vaters war. Okay, ja, also da brauchst du tatsächlich Mechanismen oder feine kleine Rituale für dich selbst. Und eine solche Möglichkeit ist tatsächlich, eine solcher Dinge ist Stimmwarming-up. Okay. Ja, wie geht das? Du machst ein paar Dehnungsübungen zum Beispiel. Also du stellst dich zum Beispiel, also du beginnst unten mit der Körpermitte, der zweite Teil wäre der Oberkörper,
Schulter, Gestik, dort, wo die Muskeln gerne spannen. Und der dritte Teil ist der Bewegungsbereich hier im Gesicht, weil hier wird artikuliert. Das sind die klassischen drei Warming-up-Zonen für Stimmtraining. Aber du tust es besser noch mit einem Pep, mit so einem Pep-Element. Entweder mit Musik oder du übertreibst. Also du tust bewusst etwas, wo du deine Alltagsbehavior-Grenzen bewusst überschreitest. Also zum Beispiel, yeah, ja, also irgendetwas, wo du sagst, das tät ich im Leben nie. Du machst Booty Shake oder irgend so was ähnlich Verrücktes. Also, ja, was immer du tust, Hauptsache Bewegung. Und am Ende, weil es ja Stimmwarming-up sind, am Ende wären so Ausschüttelübungen. Tu's allein, also tu's, wenn du kein tu's im Badezimmer oder tu's irgendwo, wo du kein Publikum hast. Und du wirst merken, du dehnst deine Schamgrenzen. Weil schlecht drauf sein heißt ja, du hast schon die Vorahnung, dass es schief gehen wird. Ja? Jetzt brauchst du etwas, was dich aus diesem Bereich herausbringt und deine Selbstwirksamkeitserwartung, also deine innere Erwartung, ob es gelingt oder misslingt, Richtung Erwartung gelingen buxiert. Also dringender Tipp, diese Warm-up-Übung nicht während des Meetings zu machen, nach dem Motto, liebe Kollegen, bevor ich antworte, lasst mich einmal machen. Aber das Spannende ist, noch vor kurzem stand ich auf der Bühne vor ein paar Leuten, die hinter dem Vorhang warteten und die gesamte Horde der Redner stand da hinten und zappelte rum und machte affige Sachen. Das ist wirklich ein Thema, das Profis ernst nehmen und deswegen sind sie meist noch Profis. Und ich glaube, das ist ein toller Appell, dass wir da auch einiges von lernen können. Und manchmal, wie du sagst, geht es auch darum, sich selbst an den miesesten Tagen einmal aktiv in die Stimmung zu bringen und dann einfach zu performen. Das ist auch der Anspruch, den wir an uns Führungskräfte häufig haben. Gehen wir vielleicht damit mal zu dem Punkt 2. Erster Punkt war Selbstführung. Haben wir gerade mit ganz konkreten Tipps drüber gesprochen. Was ist der Punkt 2 bei dir im Modell? Nehmen wir alles, was mit Stressspannungen zu tun hat. Jeder kleinste Leistungsspannung ist hörbar. Jeder Zeitstress ist hörbar. Jede kognitive Anstrengung, weil du in den Bildschirm schaust und du merkst, da schalten sich gerade die ersten Meeting-Teilnehmer weg und schalten ihren Bildschirm aus und du weißt nicht, ob sie gerade ins Büro nebenan gehen. Also alle diese kleinen kognitiven Überforderungen, die lösen überhöhte Muskelspannungen in dir aus und das macht deine Stimme weniger ansehnlich. Also ansehnlich ist anhörlich, ja, eigentlich. Anhörlich, ja. Ganz genau. Also auch hier braucht es wieder Mechanismen, die dir erlauben, über das haben wir gesprochen, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen, deine Befindlichkeit wahrzunehmen. Und in dem Moment, in dem du spürst, du hast mitten im Meeting plötzlich Stress, aus irgendeinem Grund, du weißt, ups, die übernächste Folie ist nicht fertig oder ach, du weißt, was da alles passieren kann. Ja? So, jetzt schießt dir dieser Gedanke ein, wie kriegst du dich wieder in die innere Ruhe? Also dafür braucht es keine Mechanismen. Und du merkst, das hat jetzt mit Stimmtraining im klassischen Sinne alles überhaupt nichts zu tun. Jetzt kommen wir aber vielleicht zu jenem Punkt, es gibt noch zwei Punkte, die aus meiner Sicht besonders eminent im Business sind. Der Faktor Nummer 3 ist das Empathie-Attribut deiner Stimme. Deine Stimme lässt in jeder Lebenslage, in jedem Moment deines Gespräches hören, inwieweit du bereit bist, dich auf deine Gesprächspartnerin, auf deinen Gesprächspartner, also auf die Menschen menschlich einzulassen. In der Vortragssituation heißt das ein bisschen verschärft, während du alleine sprichst, weil die anderen gemutet sind, verrät deine Stimme, ob du zuhörbereit bist. Also das heißt, deine intellektuelle, kognitive Vorbereitung auf dieses Meeting, in der du nicht nur überlegst, was habe ich zu sagen, also was ist auf meiner Seite alles wichtig, sondern wo du auf der anderen Seite
gegrübelt hast, wer sind meine Gesprächspartner? Wo sind dort die Schmerzpunkte? Wie schauen Alltagssituationen aus? Und das empathisch einbringst, das ist in deiner Stimme hörbar und das ist speziell für anspruchsvollere Zielgruppen ein K.O.-Kriterium. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass im Sales, also so A1-Zielgruppen, besonderen Wert auf Tonalität im Verkaufsgespräch legen. Und wenn du jetzt überlegst, warum ist das so? Das hat einen sehr einfachen Hintergrund. Stell dir mal vor, du sprichst mit jemandem und du hörst in dieser Stimme irgendwie heraus, du hast mit einem Menschen zu tun, der über dich, über sich selbst noch nie wirklich nachgedacht hat, der irgendwie nicht richtig kritikfähig ist und irgendwie, ja, also so ein oberflächlicher Mensch ist, sagen wir mal so, das ist hörbar. Und diese Menschen, ja, wie viel Lebenszeit willst du in so ein Gespräch investieren? Also dein stimmlicher Ausdruck deiner inneren Bereitschaft, dich empathisch deinen Gesprächspartnern gegenüber zu öffnen, selbst wenn du sie nicht magst. Weil du kannst nicht alle Menschen herzlich mögen. Das ist undenkbar. Ja? Und da gibt es Kandidaten, ich weiß, ja, da macht man einen Bogen herum und nachher wird man sagen, heute habe ich mit dem konfrontiert. Aber im Moment des Sprechens, wenn du das ausstrahlst, dann hast du dort einen Stachelpanzer, einen emotionalen, um diesen Menschen herum gebaut und es wird alles, was du sagst, abprallen. Hm. Empathiefaktor. Ja. Das heißt, hier spürt der Gegenüber, ob ich mit ihm rede und auch ernsthaft mit ihm reden möchte oder nur zu ihm spreche und ihn beriesel mit irgendwas und auch dieses Zeitgefühl, interne Hektik, dieses schnell mal abfrühstücken. Ich meine, wir kennen das, glaube ich, alle, ne? Wo wir irgendwann an der Kasse standen bei irgendeinem Geschäft und dann waren wir nur die flotte Nummer und dann war irgendwer da, der wirklich fragt, wie es denn war im Laden und sich wirklich dafür interessiert. Ne? Also ich glaube, das von den Hotels kenne ich das gerne. Und wie war denn Ihr Aufenthalt? Ja, danke, hier Rechnung, bitteschön. Das ist jetzt vielleicht noch, also ich grenze es ein bisschen ab, weil es von den Tools in der, jetzt im Coaching von den Tools her einen kleinen Unterschied macht in der Herangehensweise. Denn Empathie kann man ja jetzt nicht züchten. Also du kannst jetzt nicht so eine Kultur anlegen und da züchtest du ein bisschen Empathie und das tust du dir dann raufpinseln. So funktioniert das ja nicht. Also du brauchst Werkzeuge, um im Gespräch das auch freisetzen zu können. Und das ist eine ganz wesentliche Aufgabe für mich jetzt im Redecoaching oder im Präsentationscoaching für Unternehmer und Führungskräfte, diese Tools bereitzustellen. Der vierte Punkt, der ist offensichtlich, das ist tatsächlich das, was du von kalten Anrufen kennst. Das ist das Beziehungsattribut. Dahinter steht wieder die Frage der Selbstführung, also deiner inneren Einstellung deinen Gesprächspartnern gegenüber. Okay. Denn Wie funktionieren viele kalte Anrufe? Du hebst das Telefon ab, da ist irgendeine unbekannte Nummer, du meldest dich formvollendet, wie du es gelernt hast, dann kommst du, spreche ich mit Herrn Frederik Hümmecke. Ja? Und dann weißt du, da hat irgendjemand ein Skript und da wird der Name genannt, damit du dann Ja sagen musst und das wäre die Ja-Kette und dieser ganze Unsinn. Ja, so. Aber wie viele Sekunden hast du benötigt, um zu entscheiden, wie lange das Gespräch dauern wird? Da weißt du, also ich finde das immer so exemplarisch, ich weiß schon, das sind Extrembeispiele, aber es ist exemplarisch dafür, wie unser Gehirn funktioniert. Also wie Wertungen funktionieren, wie diese inneren Ampeln in uns funktionieren. Und diese inneren Ampeln, zumal im limbischen Gehirn unserer Gesprächspartner, die sind sehr scharf eingestellt. Und wehe, die Ampel springt von grün auf orange oder auf gelb. Ja, ja, dann erntest du Einwände, dann kriegst du übertrieben kritische Fragen, dann hast du plötzlich das Gefühl, du musst dich rechtfertigen und du weißt gar nicht, was los ist. Und das hat immer ein Vorher. Und die Arbeit, die ich als Coach tue, die ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, diese Fallen zu umgehen, also eine Situation zu schaffen, in der es erst gar nicht dazu kommt. Ja. Und der Hebel ist im Grunde deine innere Einstellung dem Gesprächspartner gegenüber. Setzt du jemanden beim Präsentieren
in die Rolle einer Zuhörerin oder eines Zuhörers oder in die Rolle deines Investors, deiner Investorin oder in die Rolle der Mitarbeiterin, der Abteilungsleiterin oder wer immer die ist, in die Rolle und sprichst zu diesem Menschen in seiner beruflichen Rolle oder bist du in der Lage, das Individuum hörbar anzusprechen. Der Ton, den du da ab und zu hörst oder sehr oft hörst beim Präsentieren, das ist dieser neutrale Stimmton. Meine Damen und Herren, grüß Gott, schönen Vormittag. Arno Fischbach ist mein Name. Ich bin Business-Stimmcoach. Ich kann es auch gut, Sie hören es, oder? Und wenn ich so zu dir spreche, dann weißt du ganz genau, dich meine ich nicht. Ja. Einprogrammiert dann, ne? Also ja, genau. Ja. Und letztlich, das ist nur ein gewohntes Verhalten. Also wir sprechen ja im Fachjargon nicht von der Stimme, sondern von der Stimmgewohnheit. Von einer völlig unbewussten, automatisierten Stimmgewohnheit. Das heißt, es ist auch trainierbar. Und beim Thema Selbstführung, beim Thema Empathie und Beziehungsebene haben wir jetzt gerade schon die ersten Tipps gehabt. Haben wir da noch einen Faktor oder waren das jetzt die drei Hauptfaktoren? Ja, also die Selbstführung schwebt über allem. Okay. Der vierte Faktor, der dir beim Präsentieren als Zuhörer, also wenn jemand vor dir spricht und präsentiert, der dir als Zuhörer wahrscheinlich als erstes bewusst wird, das ist das Führungs- oder Dominanzattribut. Okay. Ja, also die Fähigkeit, deine sprecherische Fähigkeit, auch wenn du länger sprichst, immer wieder die Aufmerksamkeit deiner Gesprächspartner und deiner Zuhörer in einer angenehmen Art und Weise zu wecken. Und wenn du dich fragst, naja, wie geht das? Dann kann ich dir gerne wieder ein bisschen das Gegenteil zeigen. Also wenn du zum Beispiel jemanden vor der Kamera hast, der gerade bemüht ist, wirklich alles richtig zu sagen, dann wirst du körpersprachlich erkennen, dass der völlig bewegungslos spricht und dadurch die Stimme keine Abwechslung bietet. Ja, okay. Ja? Was macht unser Gehirn? Da gibt es so Forschungsergebnisse, Frederik, du kennst wahrscheinlich sogar die Quellen, oder? Wenn man länger irgendwo auf ein bestimmtes Bild sieht, länger als 15 Sekunden oder so, dann schaltet unser Gehirn auf Schwarz-Weiß. Ja? Dann wird nichts mehr wahrgenommen, weil sich nichts verändert. Ja? Das heißt, wir haben abgeschaltet. Und was in uns als Zuhörer passiert, das hast du sicher 100-mal erlebt, dein Gedanke plötzlich, schwupps, der ist beim Meeting morgen, bei deiner Aufgabe, die du heute noch hast, oder zack, blub, 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 sind wir weg, selbst wenn das Thema unglaublich spannend wäre. Und dann müssen wir Arbeit investieren, um zuzuhören, puh, dann wird es anstrengend, dann muss man sich bemühen. Ja, ich kenne diese Momente von mir selber, wenn ich mal einen Vortrag von irgendeinem Professor höre, wo ich sage, geiles Thema, will ich hören, und ich bemühe mich wirklich und irgendwann sind die Gedanken dann beim nächsten Meeting und beim letzten Meeting und dann bemühe ich mich wieder und dann sind die Gedanken wieder woanders und dann bemühe ich mich nochmal und irgendwann merke ich, ich habe gerade keine Chance und das sind dann die Vorträge, die ich nutze, um abends einzuschlafen. Das sagt ja auch eine ganze Menge. Da kann man müde werden. Vielleicht runden wir das jetzt nochmal ein Stückchen ab. Es ist jetzt, glaube ich, klar geworden, welche Hebel wir als Führungskräfte haben und auch, wie wirksam das Thema Stimme ist, wenn wir in Meetings überzeugen wollen, wenn wir sprechen, wenn wir vielleicht vor unserer Belegschaft präsentieren und sei es nur die Ansprache an der Weihnachtsfeier. Liebe Mitglieder hier in der Leitung, schreibt gerne noch eure Fragen. 4, 5 haben wir schon nebenbei immer beantwortet. Ich sage nicht immer, von wem sie kommt, sondern ich stelle sie dann einfach mal, damit wir einen besseren Fluss haben. Die schon die Fragen gestellt haben, herzlichen Dank dafür. Die anderen gerne jetzt unten in den Chat oder in die Frage- und Antwortbox. Übrigens habe ich hier auch den Link zu Arno Fischbachers Podcast Stimme wirkt verlinkt, den er gerade erwähnt hat, sehr zu empfehlen. Und während wir gucken, ob noch ein paar Fragen reinkommen, gehen wir schon mal abschließend in die Frage, was sind denn jetzt deine ganz konkreten Tipps für denjenigen, der jetzt hier in der Leitung ist und sich denkt, ja, jetzt wo er es sagt. Also das, ich glaube, da habe ich einen Hebel. Wie anfangen? Also muss man sich jetzt gleich einen Coach holen oder kann man erstmal auf eigene Themen achten? Was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, hey, das könnte ein Hebel für mich sein? Den richtigen Coach holen ist immer eine gute Wahl. Aber abgesehen davon lohnt es auch, bevor du mit einem Coach sprichst, den Ist-Stand für dich selbst mal zu evaluieren.
Und das ist die erste Herausforderung in dieser Thematik. Denn wir hören uns ja selbst während des Sprechens zwar physiologisch gesehen ununterbrochen zu, also der Rückweg, würde man in der IT sagen, der ist gelegt. Also jeder Ton, den du sagst, den nimmt dein Ohr auf und reguliert, das System reguliert automatisch die Prozesse und Vorgänge, aber du bist dir dessen in der Regel nicht gewahr. Jetzt ist eine erste Möglichkeit, weil wenn du um Feedback bittest, das ist in der Regel nicht besonders qualifiziert und oft zu höflich etc., dann lohnt es auch zuerst einmal überhaupt Kriterien für sich selbst zu entwickeln. Der allererste Schritt, den ich persönlich empfehle, das ist nicht mit sich selbst zu beginnen, sondern einfach mal locker mit anderen. Man kann anderen zuschauen, man schaut sich Videos an, man hört sich Meetings an, lehnt sich innerlich zurück, genießt, was man da sieht und sucht Fehler. Also einfach mal gnadenlos. Also wo sagst du dann beim Zuhören, irgendwie, ich weiß noch nicht warum, aber okay, und du machst dir eine Notiz. Und du wirst sehen, du sammelst anfangs noch etwas unscharf, du sammelst Kriterien. Und dieses Kriterium wird nicht immer der Ton der Stimme sein. Das wird sehr oft etwas in der Sprechweise sein, von dem du sagst, da fällt dir etwas auf, speziell beim Präsentieren, das dich als Zuhörerin, als Zuhörer nicht unterstützt. Ich empfehle von der Modellbildung her, ich empfehle so, sich das zu denken. Der innere Kreis ist im Grunde der Habitus. Das ist das, wie du es tust, und du tust es routiniert, sonst wärst du nicht Unternehmerin oder Unternehmer. Oder ich denke mal, wir gehen also von einem Niveau aus. Und die Frage ist, ob du innerlich gewillt bist, das, wie du es tust, die Art und Weise, wie du zu anderen Menschen sprichst, wie du andere Menschen überzeugst, punktuell auf noch ein höheres Niveau zu heben. Also wie da dein Selbstanspruch ist. Und jetzt könntest du sagen, okay, sagen wir mal, da gibt es verschiedenste Aspekte. Das ist keine absolute Zahl, sondern sagen wir mal, das sind jetzt Möglichkeiten. Und dann sagst du, eine Möglichkeit wären Sprechpausen. Wie ist es zum Beispiel mit Sprechpausen? Wenn du jemandem beim Präsentieren zuhörst, genügen dir die Sprechpausen? Oder hast du manchmal das Gefühl, ich habe es sprachlich erstklassig verstanden, aber ich konnte es nicht verarbeiten, weil der spricht schon weiter. Das ist aus meiner Sicht einer der gewöhnlichsten No-Gos während des Präsentierens, weil uns das echte Feedback, also diese kleinen Mhms, und weil uns also das lebendige Feedback unserer Gesprächspartner fehlt in der Präsentationssituation, zumal in Mitteleuropa. Das ist ja in Nordamerika zum Beispiel, hörst du dann, oder auch in Südamerika und so weiter, wo ich es kenne, selbst in ganz einfachen Umgebungen, da präsentiert jemand ein Projekt und die Zuhörer, die reden damit. Also du hörst das Feedback und dadurch sprechen die portioniert. In unseren Landen sind die Zuhörer alle wohlerzogen, also sind die Pausen zu kurz und es entsteht Sprechdruck. Ja. Dieser Sprechdruck macht jetzt die Stimme höher. Also jeder kleine rednerische Stress erhöht den Atemdruck, dadurch wird die Stimme höher und enger und klingt weniger angenehm und rutscht schon wieder aus diesen Klangbereichen heraus, von denen wir gesprochen haben. Plötzlich fühle ich mich nicht mehr angesprochen. Ein Klassiker wären AMS oder also Diskurspartikel, wie man das so schön nennt in der Linguistik, oder wir nennen es Entenschwänzchen. Also ein Phänomen, ich gebe euch das noch so als kleinen Tipp für die Beobachtung mit. Speziell beim Präsentieren, wenn du jemanden zuhörst, der spricht, Und dann achtest du mal drauf, welche Fehler du da vielleicht hörst. Und du hast dir dann einen Zettel zurechtgelegt. Und jetzt entsteht ein Muster, als würden die Satzenden wie die kleinen Entchen, du weißt schon, Köpfchen und ein Wasserschwänzchen in der Höhe, die Satzenden tonal nach oben gezogen sind. Okay. Jetzt
hören deine Zuhörer, aber auch dein eigenes Gehirn hört. Da muss was nachkommen. Botschaft ist noch nicht zu Ende. Jetzt entsteht Sprechdruck. Dein Gehirn sagt, ja, aber ich bin noch nicht fertig mit dem Produzieren des nächsten Satzes. Der Körper bäumt sich aber bereits auf. Die Atmung geht Richtung Ausatmen. Ein entsteht. Das ist die logische Folge. Also der Körper macht ja nichts falsch. Und dann beginnst du den nächsten Satz mit einem und klitterst ihn an den vorhergehenden. Und der Girlandensatz ist fertig. Ein Satz ohne Ende. Ja. Das ist unglaublich spannend, denn ganz häufig hat man ja so diese Ams und As und dann sagst du, ja, mach's einfach nicht. Aber was du jetzt gerade sagst, es gibt einfach von der Sprechrhythmik oder wie es auch immer heißen mag, gibt es einfach Systeme, wenn man die so macht, dann neigt man dazu. Da schließt sich übrigens die Frage von der Ines auch nochmal an. Mhm. Und wir haben da noch zwei von Leander und Christoph. Mal schauen wir, dass wir die nochmal kurz durchgehen. Also vielleicht das nochmal abzurunden. Dein Tipp ist, einmal hinhören, einmal beobachten, vielleicht sich auch mal selber mitschneiden und einfach mal kritisch draufhören. Machen wir mal eben noch die letzten paar Minuten, die wir noch haben, die paar Fragen. Was sind einfache Kniffe, um präsenter zu klingen? Die Frage von der Ines. Liebe Ines, du hast in deinem schönen Organismus zwei große Bereiche, die für die zwei großen Klangelemente deiner Stimme zuständig sind. Deine Körpermitte zu aktivieren, also dich im Sitzen aufzurichten zum Beispiel oder im Stehen, so zu stehen, als würdest du Skifahren wollen. Schwerpunkt ein bisschen nach vor, dich wieder aufrichten. Ja? Das stärkt die Klarheit deiner Stimme und das lässt deine Stimme immer wieder mal tief, also auch mal die tieferen Töne klingen. Das heißt nicht, du sprichst tief, sondern deine Stimme federt immer wieder hinunter, weil dein Zwerchfell anders arbeitet. Die Modulation der Stimme, also dieses angenehme Auf und Ab deiner Stimme und die Brillanz deiner Stimme, die entsteht muskulär durch Spannung im Oberkörper. Wenn du also, nur damit ihr seht, wenn du also irgendwie deine Hände zusammentust oder im Sitzen einfach entspannt sprichst, dann bewegt sich vielleicht der Kopf, aber dein Oberkörper, der zuständig ist, also die Bewegungen deiner Seitenruder, der Gesten, der Öffnung des Brustkorbs, also nicht zu viele Details, also alles, was sich da hier oben abspielt, bewegungstechnisch, das schafft deiner Stimme Glanz und Brillanz. Und von der Sprechweise her Dynamikunterschiede, also das schafft wieder Aufmerksamkeit und das Auf und Ab im Gegensatz zur Monotonie. Da gibt es noch viele Kleinigkeiten, aber das ist basic. Super. Dann schiebe ich einmal kurz den Lukas mit der Frage dazwischen und Ines bedankt sich sehr herzlich. Lukas fragt, ab und an sagst du aber auch mal ich nehme an, wenn es selten ist, ist es kein Problem. Also man sollte es nicht auf Druck komplett abstellen, oder? Es gibt eine ganz neue Studie, die ich sehr interessant gefunden habe, die zeigt, dass wenn du dich mit jemandem unterhältst und du sinnierst gerade, du denkst gerade über etwas nach, was ja in einem Zwiegespräch also keinesfalls irgendwas Negatives ist, ganz im Gegenteil, dem anderen signalisiert, du bist in Kontakt, da entsteht genau dasselbe. Und ja. Also kurze Antwort, denken ist erlaubt beim Sprechen und das darf man damit auch signalisieren. Völlig richtig. Das, was nervt, speziell beim Präsentieren, das ist alles, was Stereotyp auf dich wirkt. Wenn ich jetzt weiterspreche und du hörst das immer wieder, also quasi Stereotyp, dann durchdringt es deine Wahrnehmungsschranke und dann wird es dir bewusst, dein Fokus ist gesetzt und dann hörst du nichts mehr anderes als Ams. Du kennst das Phänomen und dann, ja, dann verlässt man den Saal. Okay? Super.
Perfekt. Und dann habe ich jetzt noch eine kurze Frage, die unglaublich spannend ist. Hier wittern die Unternehmer schon Umsatzpotenziale. Ich mache zwei Fragen in einer Kombi. Einmal Christoph und einmal Leander. Christoph fragt, kann man jemals aus einem Mr. Super Schüchtern einen überzeugenden Starverkäufer machen? Und anknüpfend, Leander fragt, haben Sie Fallstudien aufgestellt, in denen konkret zu erkennen ist, wie durch ein Stimmtraining die Abschlussquote im Vertrieb sich verbessert hat? Ja, in beiden Fall. Also ich kann jetzt keine Flächenstudie im Verkauf bieten, denn das ist dir sicher bewusst, wenn du die Frage stellst, es führen sehr viele Wege nach Rom und Verkaufsgespräche sind ein ungemein vielschichtiges Geschehen. Und sonst würde ich meine Trainings umsatzabhängig machen, aber das wäre in jedem, wird niemand mitspielen, weil es so viele unterschiedliche Faktoren gibt, die hier eine Rolle spielen. Ich kann dir also ganz konkret etwas berichten. Ich hatte vor einiger Zeit, als es das noch gab, eine kleine Truppe von Bertelsmann trainiert, die dort sehr hochwertige Faksimile-Drucke von alten Bibeln und ich weiß nicht was, also so Zeug, das mehrere hundert Euro pro Stück kostet, also kalte Adressen, also an Preisausschreiben-Adressen am Telefon kalt gewissermaßen verkauft haben. Und mit denen hatte ich ganz kurz gearbeitet. Ich glaube, es waren zweimal zwei Tage und die hatten nach diesem Training denn das Allzeitumsatzhoch. Und ja, wer das Gespräch bisher verfolgt hat, der hat auch eine Idee, warum das auch Sinn macht. Super. Und für alle weitere Fragen, ich schmeiß gleich auch nochmal deine Webseite hier in den Chat. Ich denke mal, dass du gerne immer ansprechbar bist, wenn es dort vertiefende Fragen gibt, oder? Lass mich auf die erste Frage noch ganz kurz eine Antwort geben. Ja? Also die Frage ist ja, lässt sich ein Mensch komplett umdrehen? Also da ist jetzt ein schüchterner Mensch und der soll jetzt übermorgen quasi der, boah, ich hier, boah, zack, tschakka. Ja? Nee, so geht's nicht, denn das wäre ja der Ansatz, quasi diese Persönlichkeit völlig zu verändern. Und da kannst du den Frederik fragen, der kennt sich da noch besser aus als ich. Die Persönlichkeit selbst, die ist ja in uns angelegt. Und das Einzige, was wir tun können, ist mit dieser Persönlichkeit und mit den persönlichen Ressourcen zu arbeiten. Ich habe heute Mittag um 12 Uhr eines meiner 30-Minuten-Telefonate geführt mit einer Dame, die sich über meinen Kalender angemeldet hatte für ein Austauschgespräch mit ihrem Stimmcoach und die gesagt hat, sie hat das Gefühl, sie ist zu leise, was sie da tun kann. Das ist immer eine Frage, die darauf hindeutet, dass jemand irgendwo im Kontakt mit Menschen im Grunde so, du kannst es verstehen, als räumliche Begrenzungen entwickelt hat im Behavior, im Verhalten. Die Stimme geht gewissermaßen nach außen, aber wenn du dir den Raum vorstellst, den Raum um die Person herum, in dem Menschen eingeladen sind zu hören, dieser Raum lässt sich definieren. Das ist im Grunde eine mentale Vorstellung. Und in dem Moment, in dem du jemanden hast, der eher leise ist, und ein bisschen zurückhaltend und schüchtern, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass diese Person sehr sensibel ist oder sehr wahrnehmend ist, also viel spürt, viel erlebt. Wunderbar, das ist die Ressource. Und dann lässt du über die Raumwirkung der Stimme, hast du plötzlich einen sensiblen Menschen, der in der Lage ist, die räumliche Ausbreitung der Stimme zu definieren und zu steuern. Und dann plötzlich musst du nicht mehr laut sein, sondern dann nützt du die Ressourcen dieses Menschen, um diese kleine Hürde zu überspringen. Und dann hast du plötzlich einen Superverkäufer oder eine Superverkäuferin. Weil was brauchen denn die Leute auf der anderen Seite? Brauchen die Kauf? Ja, nee. So, also ja, vielleicht im Tür-zu-Tür-Verkauf. Okay, lass ich mal einreden. Aber
das, worüber wir sprechen, nachhaltige Kundenbeziehungen, interessante, vielleicht erklärungsbedürftige Produkte, da brauchst du die Fähigkeit zuzuhören, da brauchst du viel eher ganz andere Skills und die lassen sich entwickeln. Und da sprich mich an, dann schauen wir mal, wie schnell es geht. Super. Und hier, es purzeln die Fragen rein. Lass uns mal gucken, ob wir eine mal ganz flott machen können. Lukas nochmal. Bei der Eigentümerversammlung verzichten wir meistens auf die Nutzung von Mikrofonen. Man muss dann als Leiter der Versammlung aber immer sehr laut sprechen. Empfiehlst du die Nutzung eines Mikrofons oder andere Tipps? Gerne vielleicht in ein, zwei Sätzen einmal knackig, weil wir haben noch eine Spanne danach. Ja, also ein Headset mit einem Funk und einem Tontechniker, der das sensibel steuert, ist immer gut. Raumfüllend sprechen anstelle von laut ist deutlich wirksamer als dein Bemühen, laut zu sprechen. Wenn es dich interessiert, sprich mich drauf an. Ist ein bisschen diffizil, aber es ist ein interessantes Skill, das dir plötzlich erlaubt, dass dir Menschen im ganzen Raum zuhören und du bist gar nicht laut. Super. Und das dockt an eine Frage, die hier in zweifacher Couleur, ich mache mal eine Synthese aus beiden Fragen, schon ankommt. Einmal Nicole und einmal Mareike. Wie kann ich am besten als einzige Frau in einer sehr männerdominanten Runde, eine, die Nicole schreibt, so in Anführungszeichen alte weiße Männerrunde, mich stimmlich am besten behaupten, beziehungsweise überhaupt genügend Redezeit erhalten, weil diese Herren teilweise keine Atempause machen und immer fleißig durchreden? Ja, da gibt es feine, kleine psychologische oder sprachpsychologische Betriebsmittel. Wenn du notierst dir bitte das Wörtchen wenn und du notierst dir die Sprechpause nach dem Wörtchen wenn. Wenn Sie jetzt, lieber alter weißer Mann, gerade gesagt haben, dieses oder jenes, wenn Sie jetzt gerade die Frage stellen, dieses Tool heißt magisches erstes Wort und besteht aus der Staupause, also aus einer akzentuierten Reaktionspause nach einem allerersten Wort. Dazu brauchst du ein starkes Wort am Beginn des Satzes. Und wenn du dir es quasi als Pfeil in den Köcher legen willst, den du immer wieder nutzen kannst, wiederverwendbar, nimm das Wörtchen wenn. Das öffnet eine Suggestion, wenn Sie jetzt gesagt haben. Und das stoppt, das ist mannstoppend, wie man es so gerne sagt. Ist ein interessantes Tool, wirkt in vielen unterschiedlichen Situationen sehr massiv. Super. Und neben ganz konkret. Du jetzt, Frederik, danke fürs Beispiel. Sehr gerne. Ja, okay. Das ist schön, wie es einfach funktioniert. Und das ist ja eines der tollen Werkzeuge im gesamten Köcher. Und wer weitere Werkzeuge möchte, der darf dich gerne anschauen, dass es ein heißes Thema ist. Das haben wir an den ganzen vielen Fragen gesehen und für die möchten wir beide uns schon mal sehr herzlich bedanken. Und ich möchte mich vor allen Dingen bei dir bedanken, lieber Arno. Wir haben hier mit uns im Meet & Talk bei den Familienunternehmern und bei den jungen Unternehmern Arno Fischbacher, einer der Top-Experten, wenn es um die Wirkung der Stimme im Business geht und für Führungskräfte. Und dir danke ich für die Zeit, die du dir genommen hast. Den Link zu einer Website und zum Podcast unbedingt reinhören, der ist schon im Chat. Ansonsten einfach Arno Fischbacher bei Google eingeben. Man findet dich und dir herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Und ja, so wird aus einer halben Stunde Gespräch eine Stunde, einfach weil so viel toller Content drin ist, der mich immer wieder begeistert. Dir herzlichen Dank in die Runde und einen schönen Abend allerseits. Danke. Danke, danke Frederik. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf viele Anfragen auf LinkedIn. Okay, schönen Abend. Tschüss zusammen. Tschüss.